Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Guild Wars Lebendige Welt Staffel 1. Und wir legen direkt los. Es tut mir leid, dass jetzt 5 Wochen knapp Ruhe waren. 3 Wochen war ich im Urlaub. War dann leider 2 Wochen voll krank mit Grippe. Ein bisschen bin ich noch angeschlagen, aber ich bin schon auf dem, über den Gipfel, kann man das so sagen, irgendwie. Hauptsächlich nur noch Nase und Stimme ein bisschen. Ja, wir stehen hier vor der nächsten Instanz, und zwar in Götterfels in der Sackgassen. Bar. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Wir sind Kapitel 2 schon. Genau, die letzte Episode ist meiner Meinung nach rausgekommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir schmeißen uns wieder Food ein zur Zeitmessung und betreten die Instanz. Abgebrüht, die Sackgasse, okay. Hört euch die Unterhaltung an. Sah so aus wie einer dieser ewig drögen Abende in der ewig verrauchten Kneipe. Mit dem Sirenengesang, der Trinker und Einsame noch trauriger macht. Es sah so aus. Doch dann kam er herein. Logan Thackeray. Der Mann, der jede Antwort kennt. Naja, die eine oder andere, so hin und wieder. Marjorie Delacroix? Wenn's euch recht ist. Ist mir sehr recht. Ich will euch anheuern. Es gab einen Mord, Ratsmitglied Theo Ashford aus Löwenstein ist tot. Und ich will wissen, wer dahinter steckt. Klingt wie gemacht für die Löwengarde. Warum so ungehalten? Ganz unter uns. Ashford ist ein alter Freund der Familie. Ich will, dass man den Mörder dingfest macht. Verstehe. Und der Löwengarde traut ihr nicht? Sicher ist sicher, sage ich immer. Ich zahle gut. Macht ihr's? Wer kann schon Nein sagen zu... Keine Namen. Ich war nie hier. Ihr nicht. Aber euer Geld schon. Ich mach's. Fürstin Kaschmir? Was wollt ihr denn an einem solchen Ort? Okay. Freut mich, okay. Euch zu sehen. Dann reden wir mal mit Jory. Was wollte Logan Thackeray? Gerechtigkeit, denke ich. Und er hat im Voraus bezahlt. Und wo geht ihr diesmal hin? Löwenstein. Kommt mit, wenn ihr wollt. Ich könnte eure Talente brauchen. Und dort ist gerade Drachengepolter. Danke. Das ist ja lieb. Ich glaube, das mache ich. Okay, Marjorie, sag mal, ihr zeigt eine Menge unnatürliches und ungesundes Interesse an meinen Angelegenheiten. Kann ich etwas für dich tun? Für euch tun? E hat mich geschickt. Tatsächlich, eigentlich sollte es mich nicht überraschen. Es ist nicht das erste Mal, dass er dafür sorgt, dass ich genau das bekomme, was ich brauche. Ich heiße Soraya. Marjorie, sieht so aus, als würde uns der Weg nach Löwenstein führen, Soraya. Gibt es dort irgendwelche Haftbefehle gegen euch? Nichts, das ich wüsste. Ihr? Noch nicht. Hört zu. Sprecht mit dem Blondschopf da drüben. Ich muss meinen Piratenabwehrspray einpacken. Wir sehen uns in Löwenstein. Ihr könnt mich am Ort des Verbrechens finden. Geht klar. Ich bin unglaublich. Okay. Das war ja schon mal gut. Hallo, ihr wurdet geschickt, um bei den Untersuchungen des Mordes in Löwenstein zu helfen? So ist es, man nennt mich Soraya, verehrte Dame. Freut mich, euch kennenzulernen. Bitte nennt mich Kaschmir. Woher wusstet ihr, wo ihr hin müsst? E hat mich geschickt. Ah, unser mysteriöser Freund E, ich verstehe. Wie dem auch sei, eure Unterstützung ist mehr als willkommen. Okay, wo haben wir noch eine Sprechblase? Beim Barkeeper? Okay, ich würde sagen, wir verlassen die Instanz. Und schauen mal, wo in Löwenstein das Verbrechen war. Ah ne, wir müssen erst mit Logan reden. Okay. Hi Logan. Hey Kommandeur. Was ihr da in der Bar mitbekommen habt. Eure Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Danke. Ich weiß, dass ich mich da nicht einmischen sollte. Die Löwengarde kümmert sich drum. Aber ich kann doch nicht einfach rumstehen und gar nichts tun. Ratsherr Ashford war mein Freund. Und er hatte eine Familie. Ja, das verstehe ich. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Löwenstein. Ans Dings. Okay, dann düsen wir da einmal hin und schauen, was uns erwartet. So. Aktuell ist noch Halloween bei mir. 5 Tage.
Und dann ist auch schon wieder Halloween rum. Ich glaube, 5 Wochen ist Halloween jetzt insgesamt gewesen. War schon interessant. Und es macht auch wirklich sehr Spaß. So. Nähert euch der Drachengepolter-Abbildung. Okay. Oh, sie haben sich alle versammelt. Sieht aus, als hättet ihr hier das Sagen. Ihr seid schlauer, als ihr aussieht. Sagte meine Mama auch immer. Aber für Geplänkel bin ich nicht hier, auch wenn es schöner wäre. Ich bin Privatermittlerin aus Götterfels und möchte euch meine Dienste anbieten. Mhm. Was könntet ihr mir anbieten, das die Löwengarde nicht schon im Griff hätte? Sicher eine Fangfrage. Lasst euch meinen Tassimeter vorführen. Ich habe ihn von einer frechen kleinen Asura. Er zeigt alle möglichen Energieschwankungen an. Darf ich's demonstrieren? Jetzt bin ich neugierig. Man sagt zwar, Neugier sei der Katze tot, aber fahrt fort. Zeigt es mir. Mhm. Und was jetzt? Ihr drückt diese Knöpfe und schaut, ob was leuchtet. Was bedeutet das Leuchten? Es bedeutet, dass der tote Char vor kurzem mit arkanen Rückständen in Kontakt kam. Und zwar nicht erst, als er starb. Ihr macht Witze. Nicht mal, wenn ihr artig bittet. Spricht mit Marjorie. Was heißt das denn jetzt? Mein Instinkt hat mich bislang noch nie im Stich gelassen. Es war die richtige Entscheidung, die Tassmeter mitzunehmen. Werdet ihr mir helfen? Was soll ich tun? Nehmt einen Tassimeter und testet Leute. Ich habe euch bereits getestet und nichts entdeckt. Ich nehme einen Tassi-Dingsbums. Zielt einfach und blickt. Klickt dann. Der Apparat dient dazu, Auren anzuzeigen und ich habe ihn so programmiert, dass er verbliebene Energie hervorhebt. Die Programmierung ist im Moment noch sehr plump, aber ich kann an der Feinstimmung arbeiten, wenn wir mehr herausfinden. Okay, also wir haben dieses Ding hier jetzt und wie müssen wir das jetzt machen? Hm. Ah, hier hinten die. Okay. An eurer Stelle würde ich mich mit dem Ding lieber auf einen Verdächtigen zielen. Okay, Marjorie, alles gut. Kalibriert ihr gerade, Kommandeur? Ja, ich kalibriere. Bisher habe ich keine Augen gesehen, oder? Warte, jetzt machen wir so. Bleib weg von mir mit dem Ding oder ich schmeiße es in den Hafen. Ich gehe ja schon. Hier sitzt jemand auf dem Boden. Oh. Ihr macht wohl Witze. Keine Sorge. Euch passiert nichts. Es sei denn, ihr habt mit der Sache zu tun. Ich wollte gerade sagen, die Hände haben geleuchtet, sie oder? Sie leuchtet. Na schön, meine Liebe. Raus mit der Sprache. Beschuldigt ihr mich etwa? Halt! Könnte das nicht von dem toten Char stammen, der leuchtete? Sie hat versucht, ihn wiederzubeleben. Die Detektivin würde das auch wissen, wenn sie ihrem Tatort mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Oh, das ist schade. Also, da habt ihr aber Glück gehabt, kleine Piratin. Betrachtet euch als entlastet. Okay, dann gehen wir zum Froggy. Sind wir hier fertig? Ich muss wieder nach Hause zu den Togald, bevor es dunkel wird. Na klar. Dann machen wir hier den Sakiri. Seid ihr hier, um Fragen zu stellen oder um einen Überlebenden anzugaffen? Ist ja widerlich. Zeigt gefälligst Respekt für den Toten und Verwundeten. Wir sehen uns. Okay, der war scheinbar auch nichts. Okay, wir haben noch 3 Verdächtige. Valan, Izuri und Holzglanz. Ich würde sagen, wir fangen mit der Asura an. Ich habe alle meine Papiere, meine Identitätsritzel, die Bekanntmachung der Arkanen Rats und das Beitragsmanifest. Was auch immer ihr wissen möchtet, fragt. Bitte, ich bin unschuldig. Wer seid ihr? Izuri aus Ratasum, Absolventin mit Auszeichnung des Kollegs für Dynamik. Auserwählte vom Arkanen Rat als Vertreterin der Asura beim Drachengepolter. Was habt ihr gesehen? Seufz. Ach, dieser schreckliche Anblick, als die anderen Repräsentanten ihre Gaben in das Abbild gelegt haben, aber habe ich eine eigenartige Reaktion in ihnen bemerkt. Inwiefern eigenartig? Eine Art arkanische chromatische Entladung hat stattgefunden, so als würde eine kaskadierende Eskalation stattfinden. Das war ganz bestimmt nicht vorgesehen. Das genügt fürs Erste. Okay. Valan Holzglanz haben wir noch übrig. Ich glaube, wir nehmen den Valan als Erstes. Habt ihr hier das Sagen? Ich habe den Löwengarden schon gesagt, dass ich nichts mit dem zu tun habe, was passiert ist. Diese ganze Aufregung, ich hätte eben Falke nie verlassen sollen.
Wer seid ihr? Farley Valin wurde sowohl von Kommandeur Samuel Sohn als auch von Königin Jenna zum Kulturbotschafter der Menschen beim Drachengebulte ernannt. Wo habt ihr was habt ihr gesehen? Vor der Explosion habe ich bemerkt, dass der Char sehr unruhig war. Dann habe ich bemerkt, dass auch einige der anderen Repräsentanten nervös wirkten. Welche? Der Ork, der Oger, der Quaggan, die Silvari und ein Skrit. Ich dachte, es wäre Lampenfieber oder so. Danke. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich habe jetzt nirgends was leuchten gesehen. Fragen. Ermittlerin Kiel, aber es gibt Neuigkeiten. Ja. 5 der Kulturbotschafter sind nicht aufgetaucht. Dann sollten wir sie finden. Frau Delacroix, ich kontaktiere euch und eure Mitarbeiter, wenn es etwas zu ermitteln gibt. Hab Dank für alles. Ja, aber wie man das jetzt hier noch gerade mit ihr? Fragen, nichts als Fragen. Das sind zu viele Fragen. Eine wahre Jägerin hätte inzwischen schon längst die Beute geschnappt. Wer seid ihr? Kira Holzglanz, Nachfahren von Gina Holzsplitter und kulturelle Repräsentantin beim Drachengebäude. Was habt ihr bei der Abbildungszeremonie gesehen? Es waren zu viele Leute dort, zu viel Geräusche, zu viel Ablenkung. Okay, sie hat nichts wirklich gesehen. Okay. Wir wissen, dass der Repräsentant der Char wahrscheinlich involviert war, aber ich frage mich, ob er Komplizen hatte. Es klingt nicht so, als gäbe es nur einen Täter. Jawohl, uns fehlen immer noch 5 Kulturbotschafter, die zu dem Zeitpunkt hier waren. Sie sind davongelaufen, bevor wir sie stoppen konnten. Wie kann ich helfen? Ich frage mal herum, Inspektorin. Wenn ich etwas höre, sage ich unserem gemeinsamen Freund hier Bescheid. Ich werde warten. Klingt gut. Bis dahin solltet ihr etwas ausruhen. Tschüssi. Okay. Verlasst das Gebiet. Dann bin ich schon mal gespannt. Wir müssen den Brief von Marjorie lesen. Okay. So, ja. Die Löwengarde hat Hinweise auf 3 der 5 Verdächtigen. Ich würde der Sache liebend gerne nachgehen, doch man braucht mich in Löwenstein. Wir kennen uns kaum, aber jemand muss reisen und die Verdächtigen verhören und ihr steckt ja mittendrin in dieser Ermittlung. Casmea hat in der Bar eine Menge Papierkram zu erledigen. Unternehmt alle notwendigen Schritte, damit die Verdächtigen nach Löwenstein zurückkehren und notiert euch alles Interessante, was sie zu sagen haben. Hier sind die Hinweise, die wir bislang gesammelt haben. Okay, wir haben Fußspuren der Verdächtigen Ogers Walk gefunden, die vom Tatort in Löwenstein wegführen. Folgt ihnen. Okay. Es gibt Hinweise, dass eine der Verdächtigen, der Quaggan Moralu, Gott, was Namen, sich an der Blutstromküste bei der gramvollen Meerenge aufhält, findet. Der verdächtige Skrit namens Kasquaka wurde zuletzt in den Gandharenfällen gesichtet, nahe der Almuten Anwesendens. Ich werde weitere Ermittlungen anstellen und unseren letzten beiden Verdächtigen aufspüren. Seid vorsichtig, vertraut euren Instinkt und bleibt am Leben. Okay. Da wir in den Gendaranfeldern sind, würde ich sagen, gehen wir als erstes hier hin und suchen den Verdächtigen. Ziemlich spannend, muss ich sagen. Also, es ist schon ziemlich cool. Okay, Moment. Der verdächtige Skrit ist hier. Okay. Und wo könnte der sein? Da ist ein Asura. Ist der vielleicht hier drin? Ein Skrit. Da ist ein Leuchtding. Wie komme ich jetzt hier weiter runter? Okay, wir gehen nochmal raus. Da. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Hey du, sag mal, was ist hier los? Seid nicht glänzig, ihr riecht nach mehr. Guter Duft, immerhin. Glänziger Mann hat mir Glänziges für großes Fest gegeben. Sagt, dass die anderen Skrit lange Urlaub machen dürfen. War sehr nett. Ihr müsst zurück nach Löwenstein zur Befragung. Löwenstein? Nein. Großer Lärm. Schreie. Große Angst. Wusste nicht, was tun. Schlechtes Gewissen, weil ich weglaufe. Bleib lieber hier. Bin hier sicher. Ja, sicher hier.
Seid ihr sicher? Ja, in Löwenstein gibt es viele glänziges Versprochen. Es wird euch nichts passieren, ihr seid doch unschuldig, oder? Die Männer mit dem Glänzigen werden behaupten, ihr wärt es gewesen. Ihr habt euch austricksen lassen und sie werden euch auch töten. Ich glaube, wir würden mit Charisma antworten. Ich bin unglaublich. Das haben wir geschafft. Wirklich? Okay, ich wieder zurück nach Löwenstein. Tschuddeldu. Gut, werde euch dort treffen. Okay, den ersten haben wir. Dann hier Blutstromküste. Okay, da müsste der Quaggan, glaube ich, gewesen sein. Oder? Oh, ziemlich. Dann porten wir zur nächsten Wegmarke. Sparen wir ein bisschen Zeit. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Der ist bestimmt unter Wasser. Wir gehen mal kurz nach oben über Wasser. Ah, da ist der Stern. Da ist der Stern. Okay, hi, du. Bitte tut Quaggan und den Kaulquap nicht weh. Quaggan hat nur gemacht, was Quaggan gesagt wurde. Sie haben Quaggans Brut bedroht. Quaggan muss die Opfergabe zum Abbild tragen. Wer sind Sie und was haben Sie mit euren Opfergaben gemacht? Quaggan hat sie nicht erkannt. Es war doch dunkel. Sie haben was mit Quaggans Opfergabe gemacht. Ging ganz schnell. Quaggan dachte nicht, wenigstens sind die Kaulquappen in Sicherheit, die Kleinen. Man braucht Mut, um seine Brut zu beschützen. Ihr könnt es schaffen, wenn wir zulassen, dass der... Was? Wenn wir zulassen, dass das Böse siegt, werden wir alle verlieren. Euer Kaulquappen werden sich schämen, wenn ihr nicht das Richtige tut. Ich würde mit Charisma antworten. Quaggan glaubt, dass ihr übertreibt, aber Quaggan kommt mit nach Löwenstein. Gut, werde euch dort treffen. Das ist schon mal sehr gut. Dann fehlt doch aber noch eine, oder? Moment. Hier, Löwenstein. Okay, ab nach Löwenstein. So. Genau, übrigens, die Soraya hat auch ein anderes Bild. Und, ist jetzt auf Zustandsschaden auf dem Weberbild mit Feuer und Erde. Ganz cool. Mal gucken, wie das so klappt. Sie hat einmal Zepter und Fokus und auf der anderen Hand einen Stab. Wir müssen aber hier lang weiter. Wir gucken einfach mal, wie das jetzt so funktioniert auf diesem Bild und mit diesem Waffenset. Weil ich immer noch so ein bisschen in der Experimentierphase bin. Ja, können wir hier lang? Und dann da lang? Wie lang ist es denn noch? Also immer werden die Kreise woanders angezeigt. Das ist schon ein bisschen blöd. So. Und spürt den Oger auf. Der ist wo? Vielleicht hier unten? Voll gegen die Wand gelaufen, auch gut. Ist der hier drinne? Nee, das ist zu. Vielleicht hier. Ah, guck mal, hier ist eine Höhle. Oh, die sehe ich ja eben erst das erste Mal. Oh, wir kommen hier nicht durch. Hier bin ich das erste Mal drin. Oh, der sieht ein bisschen tot aus. Nach genauerem Betrachten fällt auf, dass die Leiche der Beschreibung des vermissten Gesandten der Orga für das Drachengebäude entspricht. Untersucht die Umgebung nach Hinweisen mit dem Tithesmeter. Okay. Okay, wir haben einen Brief bekommen. Soraya, Inspektorin Kiel und die Löwen... Garde haben die letzten beiden Verdächtigen aufgespürt. Wie schon in den ersten drei Fällen... Okay.
Wie schon in den letzten drei Fällen überlasse ich es euch, sie zu befragen. Folgendes können wir in Erfahrung bringen. Die verdächtigen Kodan zitternden Gesang wurden im Lagerleid des verirrten Kindes in den Schneekohlenhöhlen gesichtet. Unbestätigten Gerüchten zufolge versteckt sich die verdächtige Silvari Astora im Kaledonwald in den Vogelbärenwäldern. Ich habe die Hinweise genauest angeschaut, die wir bislang gesammelt haben. Das Tasimeter hat Spuren magischer Rückstände entdeckt. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich vermute, dass sich magische Elemente eine explosive Mischung ergaben, die das Bildnis in eine tödliche Falle wandelte. Sicherlich halten die letzten beiden Verdächtigen die fehlenden Teile zur Lösung des Rätsels in den Händen. Was auch immer ihr herausfindet, kommt anschließend zum Tor des Löwendings. Okay. Zittergipfel. Silvari aufspüren. Okay. Haben wir hier den Stern? Mal gucken, ob das stimmt. So. Wo könnte die sein? Ich vermute, dass sie hier irgendwo in der Nähe ist. Hier ist auch ganz viel zum Abbauen. Ganz viel Salat. Ganz viel Salat. Geht weg, ihr hässlichen Viecher. Da ist ein Sternchen. Da ist ein Stern. Hallo du, hab dich. Ihr seid nicht gekommen, um mich umzubringen. So viel ist klar. Und ihr seid nicht von der Löwengarde. Ihr habt mich hier draußen ganz alleine gefunden. Das heißt, ihr seid gut. Sprecht weiter. Sprecht, wer seid ihr? Ihr müsst mit nach Löwenstein zur Befragung kommen. Ich habe niemanden umgebracht und ich werde ganz bestimmt nicht ohne Grund auch nur einen einzigen lackierten Zeh in diese Stadt setzen. Man hat mich reingelegt. Wovon redet ihr da? Sie stellten mich vor die Wahl, auf diese Bühne zu gehen oder alles der Polizei zu erklären. Ich habe es so gedeichselt, dass ich als Repräsentantin ausgewählt wurde. Und dann haben sie mir so ein Klunkerzeug in die Hand gedrückt. Ich hatte keine Wahl. Ich kann da nicht wieder hin. Wisst ihr, die Löwengarde ist ziemlich gutgläubig. Löwenstein braucht euch. Löwenstein glaubt euch. Braucht euch. Tut der Gerechtigkeit genug und macht eine Aussage. Wisst ihr, Lödige? Boah, ich würde, glaube ich, diesmal aber hierzu tendieren. Lacht. Gütige Mutter, ihr meint es ernst. Das Richtige zu tun führt nur dazu, dass ihr arm, allein und tot seid. Alles gut, ich gehe zurück. Okay. Jetzt müssen wir in den Zittergipfel und den Kodan aufspüren. Wo war der gewesen? Bisher haben sie sich ja alle ohne Gegenwehr befragen lassen und überreden lassen, vor allem. Vielleicht da oben? Oh ja, da oben ist er schon, nicht sehen. Da ist er schon. Mal gucken, was er sagt. Also bisher wurden sie scheinbar alle reingelegt. Seid ihr Kodas Urteil, das mich nun ereilt? Ich bin bereit, mein Blut und meinen Geist aufzugeben und euch zu überlassen. Wir müssen eure Seite der Geschichte hören. Meine Schande verfolgt mich wie ein Schatten. Ich habe einen Tod verschuldet, indem ich ein Versprechen gebrochen habe. Oh Gott, Leute. Mein Blut, meine Knochen. Nicht so negativ sehen. Nun muss ich mein eigenes Leben aufgeben und dafür zu bezahlen. Entweder durch meine eigene Hand oder durch Kodans Willen. Kehrt nach Löwenstein zurück und lasst jene richten, die verletzt wurden. Lasst mich eure Richterin sein. Erzählt mir eure Geschichte. Ihr wollt euch also wie ein Feigling benehmen? Okay, das ist ein bisschen krass. Kehrt nach Löwenstein zurück und lasst jene richten, die verletzt wurden. Lasst mich eure Richterin sein. Erzählt mir eure Geschichte. Kehrt nach Löwenstein zurück. Ich nehme an, das schulde ich Ihnen. Nun gut, das werde ich. Okay, perfekt. Hat doch schon mal soweit echt gut geklappt. Wow, wir sind sogar genau in der Zeit drin. Was ist das hier? Drachenbällchen, okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir hier stehen. Machen einmal Winke, Winke. Nicht so eine actionreiche Folge, aber wir sind den 5 Verdächtigen auf die Spur gefolgt und dürfen bei der nächsten Runde dann
wieder nach Löwenstein von den Gendaranfeldern aus und kehrt noch einmal zurück zum Schauplatz des Verbrechens. Okay, das machen wir dann aber in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn du dann nächste Woche Montag wieder mit einschaltest. Der Sendeplan ist vorerst außer Kraft gesetzt, da ich es zeitlich nicht schaffe, Arbeit unimäßig und muss gucken, dass ich vorankomme, habe ich gesagt, okay, gut, habe ich bei dem jetzt an dem Video von Sims, was Mittwoch kommt, habe ich auch dazu nochmal was gesagt, wen da was mehr interessiert, kann bei Sims reinschalten. Aber es gibt Montag jetzt Guild Wars, Mittwoch Sims 4, heißt drei Let's Plays abwechselnd die Woche dann immer. Und freitags ist dann so ein Tag, wo spontan was kommen kann. Da kommen dann zum Beispiel mal hier, wie jetzt die letzten Tage, ein paar Guild Wars Hilfen und Tipps Videos oder halt auch von Sims. Weil dann sind es eigentlich zwei Videos nur, die ich unter der Woche aufnehmen muss. Und ich denke, das kriege ich irgendwie unter den Hut. Kann natürlich sein, dass es mal nicht hinhaut. Dann würde nicht böse sein, aber mein Studium ist nicht so, dass ich hier Larifari machen kann. Ich muss einfach da schon viel Zeit und Kraft investieren. Aber okay, wir winken einmal. Und ich finde, diese Raya sieht voll cool aus mit dem neuen Outfit. Du sollst winken. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis dann. Tschüss.